Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No work, just fun with Randy Run. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren heroischen Hearthstone-Guide. Diese Woche stehen wir dem ersten Boss der Schwarzfelsspitze gegenüber, das ist Hochlord Omok. Mit seiner Heldenfähigkeit Ich Hauen vernichtet er einen zufälligen feindlichen Diener. Das macht er auch zu Beginn jedes seines Zuges, denn im heroischen Modus kostet ihn das 0 Mana. Auf der rechten Seite findet ihr wie immer das Deck, was ich hier verwendet habe. In eurer Starthand solltet ihr auf jeden Fall ein rubisches Ei aufheben, göttliche Gunst und Ruf zu den Waffen sind hier wirklich entscheidend, wenn ihr diese in den ersten Runden spielt. Auch ein Geheimnis zu Beginn ist natürlich sehr stark oder auch ein Drachenei. Ist natürlich optimal, wenn ihr mit zwei Mana-Kristallen ein rubisches Ei spielen könnt und in der darauffolgenden Runde dann Ruf zu den Waffen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt natürlich in Runde 1 ein Geheimnis. Ihr solltet darauf achten, dass ihr jetzt nicht versehentlich, falls ihr kein rubisches Ei habt, hier mit zwei Mana-Kristallen dann irgendwie eure Heldenfähigkeiten nutzt, um das Geheimnis dann möglicherweise zu verschwenden. Also jetzt hier ein rubisches Ei in Verbindung mit Erlösung ist natürlich super. Hätte ich jetzt hier nicht Ruf zu den Waffen gezogen, würde ich als nächstes ein rubisches Ei ausspielen. Mit göttlicher Gunst werden wir noch die Möglichkeit erhalten, sehr viele Karten zu ziehen, denn er selbst wird durch die Beutehamsterer oder auch sein Zauberflammenherz immer wieder viele Karten auf die Hand erhalten. Von daher können wir damit auch noch etwas warten. Er hatte jetzt zum Glück unseren Eruber nicht getroffen. Die Wahrscheinlichkeit dafür war jetzt aber auch nicht wirklich groß. Alle anderen Diener wären natürlich nicht so wichtig gewesen. Wenn ihr natürlich hier keine göttliche Gunst auf der Hand, könnt ihr auch eure Heldenfähigkeiten nutzen. Also mit wenig Karten immer lieber die Heldenfähigkeit spielen. Aber hier, wir können ja noch einiges ziehen. Von daher lege ich jetzt ruhig nochmal das zweite nerubische Ei runter. Er hat übrigens keine Karten in seinem Deck, womit er einfach mal das Board jetzt klären kann. Er hat zwei Zuchtmeister und zwei Elfenbogenschütze in seinem Deck, womit er euch auf jeden Fall einige Diener, die nur ein Leben haben, jetzt einfach vernichten wird. Ist aber wirklich nicht tragisch, da wir sehr, sehr viele Diener immer wieder ausspielen können, somit die Wahrscheinlichkeit verringern, dass unsere guten Diener durch seine Heldenfähigkeit dann einfach sterben. Mit 5 Mana-Kristallen haben wir natürlich die Möglichkeit, einen Rüstmeister zu spielen. Ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn ihr auch viele Rekruten in der Hand habt. Ich spiele jetzt mal hier göttliche Kunst, um einfach 4 Karten zu ziehen. Wenn ihr natürlich einen Rüstmeister auf der Hand habt, solltet ihr wirklich versuchen, dass eure Rekruten die Runde davor überleben oder in der Runde davor noch einen ausspielt. Ein Rüstmeister funktioniert natürlich auch dann wieder super in Kombination mit Ruf zu den Waffen. Ansonsten sollt ihr noch darauf achten, dass ihr nicht zu viele Diener unten liegen habt, um immer 3 Rekruten von Ruf zu den Waffen erhalten zu können. Ja, der jetzt mit seinen Heldenfähigkeit einen Ruber töten können, ist jetzt wirklich nicht so tragisch, gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück hier dazu. Aber alles in allem gehört der Bossfight jetzt auch eher zu den einfacheren, wenn ihr, wie schon bereits erwähnt, zu Beginn die richtigen Karten auf der Hand habt. Mit so vielen Karten auf der Hand clear ich jetzt mal lieber, um nicht zu wenig HP zu erhalten. Die einzige Möglichkeit, mit der euch direkt Schaden verursachen kann, ist einmal Ansturm, was ein Diener buffen könnte. Oder auch mit seinem Zauber Zeit für Hauen kann einem zufälligen Feind 5 Schadenspunkte zufügen. Ansonsten gibt es eigentlich nichts, vor dem ihr euch wirklich in Acht nehmen sollt. Seinen größeren Dienern, wie dem Oger der Felsfäuste, könnt ihr einfach mit Demut beispielsweise vollkommen entschärfen. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, diesen jetzt einfach mit mehreren kleinen Dienern zu töten, indem ihr sie einfach durch einen Unteroffizier oder auch Segen der Macht bufft, um ihn dann einfach vernichten zu können. In Verbindung mit unserem Terrorwolf Alpha können wir natürlich auch jeden der Diener rechts von diesem mit 2 Angriff den Oger angreifen lassen, um diesen zu töten. Wir haben sowieso noch genug auf der Hand, wie bereits erwähnt, wenn ihr wenig Karten auf der Hand haben solltet, wäre es natürlich sinnvoll, immer wieder eure Heldenfähigkeit zu nutzen, vor allem wenn sich noch 2 Rüstmeister in eurem Deck befinden sollten. Wenn ihr diesen zum Beispiel in Runde 5 ausspielen könnt, mehrere Rekruten leben, ist der Kampf hier um einiges kürzer. Durch seine Zauber hält er natürlich immer wieder noch etwas Rüstung dazu. Ihr bekommt jetzt insgesamt hier nochmal 7 Rüstung, aber das war's dann auch schon. Falls ihr irgendwelche Karten nicht besitzen solltet, die ihr hier auf der rechten Seite findet, werde ich euch jetzt einfach nochmal ein paar alternative Karten
sagen, die ihr auch verwenden könnt. Einmal zum Beispiel jetzt der Murloc-Gezeitenjäger oder auch der Echo-Schlamm. Einfach all die Karten, die jetzt zusätzlich noch mehrere Diener herbeirufen, sind ja wirklich in diesem Bosskampf sehr gut geeignet. Wer dann immer noch Karten brauchen sollte, könnte auch einfach noch zweimal eine Wichtelmeisterin mit ins Deck einbauen, dann solltet ihr hier wirklich nicht irgendwelche Probleme haben. Den Echtsilber-Champion erhalten wir jetzt etwas spät, den könnt ihr natürlich nutzen, um seine größeren Diener einfach mitten im Kampf töten zu können. Ihr haltet euch natürlich auch nebenbei noch um 2 Lebenspunkte. Dann wünsche ich euch natürlich wieder viel Erfolg hier bei Hochlord Omog. Ich hoffe, ich konnte euch wie immer weiterhelfen. Macht's gut.